Ackerwildkräuter gehören zu unseren gefährdetsten Pflanzengesellschaften überhaupt, weil sie im konventionellen Ackerbau nicht mehr vorkommen. In unserem Projekt Wild und kultiviert regionale Vielfalt sehen wir ein wichtiger Aspekt, Ackerwildkräuter zu sammeln und zu vermehren und in der Landschaft wieder auszubringen. Wir sammeln auffällige Arten wie Kornblume oder Mohn, aber auch eher versteckte wie Frauenspiegel oder Ackerstiefmütterchen. Wildkräuter sind wichtig im Hochsommer, wenn die Wiesen gemäht sind, dass unsere Wildbestäuber dort noch Nahrung finden. Deswegen ist uns wichtig, dass wir die Wildkräuter mähen und auf Ackerflächen im ökologischen Landbau wieder ausbringen und hier dieses Landschaftselement erhalten. Also da sind wir beim Haus Hohlfried, das ist der Partnerbetrieb für Ackerwildkräuter. Und da werden die Ackerwildkräuter, die Zielarten, die wir ausgewählt haben, also in dem Fall heuer sind es 4 Arten, werden da zwischen vermehrt. Also da werden einfach die Samen aus den Feldern, quasi nur die Reste geerntet, die werden da dann vermehrt, dass man richtige Bestände zusammenbringt. Wir vermehren die Ackerwildkräuter, indem wir per Hand die Samen ernten und dann in einem Hochbeet zwischenvermehren, um sie damit auf Flächen auszubringen. Wildkräuter zu finden war gar nicht so leicht, weil die sind nirgends kartiert. Wir haben uns auf die Suche gemacht, haben uns ein bisschen umgehört und haben dann wirklich noch spannende Ackerwildkrautarten gefunden, auch einige rote Listearten, die wir jetzt über dieses Projekt Wild und kultiviert regionale Vielfalt sehen erhalten können. Ackerwildkräuter haben eine hohe ökologische Wertigkeit, aber sind auch ein wunderbares Landschaftselement. Wenn man vor einem blühenden Acker steht, dann ist das einfach beeindruckend. Also für mich ist das Projekt wichtig, weil man verschiedenste Lebensräume erhaltet und dazu beiträgt, dass man die weiterhin in dem Zustand erhaltet, dass man die so bewirtschaftet, dass auch der Artenreichtum bestehen bleibt. Und ich finde es halt einfach klasse, wenn man mal wieder was machen kann, was einem ein bisschen zurückführt in die Kulturlandschaft, die wir eigentlich kennen.